Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin gerade nicht mehr so wirklich lebensfähig. Ich bin so voller Vorfreude und angespannt vor dem Spiel morgen Abend 19 Uhr gegen Dynamo Dresden im ausverkauften Ludwigsparkstadion. Es ist dieses Mal tatsächlich dieses berühmte 6-Punkte-Spiel, weil wenn die Gäste morgen die 3 Punkte mitnehmen, dann liegen die 6 Punkte vor uns und dann wird es in den verbleibenden 6 Ligaspielen ziemlich schwer. Aber dazu wird es nicht kommen, weil wir morgen Vollgas geben im Stadion und die Mannschaft unterstützen, damit es klappt und die 3 Punkte im Saarland bleiben und wir ein gutes Stück weiter Richtung Aufstieg machen können. Bei der Mannschaft, da ist auch schon der Fokus ausgerichtet. Auch die sind heiß. Das habe ich rausgehört im Gespräch mit Lukas Böder. Der hat sich nämlich nochmal die Zeit genommen, sehr viel Zeit, um sich mit mir zu unterhalten. Wir haben natürlich über das Spiel morgen Abend gegen Dresden gesprochen. Wir haben auch über sein wahrscheinlich emotionalstes Tor, das er in seiner Fußballkarriere gemacht hat, gesprochen. Das 2:1 gegen Waldhof Mannheim. Das hat er seinem Papa gewidmet, der vor einigen Wochen gestorben ist, kurz vor dem Wiesbaden-Spiel. Darüber haben wir gesprochen, da ist es auch recht emotional geworden. Nochmal, Lukas, vielen Dank, dass du da so offen und so ehrlich warst und uns da viel über deinen Papa erzählt hast. Auch ich war da ganz emotional berührt. Und wir haben uns natürlich auch über seinen aktuellen Status unterhalten, denn sein Vertrag läuft aus. Wie geht's weiter mit ihm in der kommenden Saison? Ich glaube, man hat so ein bisschen raushören können. Er fühlt sich sehr wohl in Saarbrücken und er würde gerne bleiben. Und ich glaube, leistungsmäßig würde uns das auf jeden Fall gut tun, egal ob in der Innenverteidigung oder auf der rechten Seite. Ich bin Lukas Böder-Fan und würde mich freuen, wenn er bleibt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Lukas, ich freue mich sehr. Hallöchen, ich freue mich auch sehr. Heute machen wir das mal mit bewegtem Bild bis zum Ende, weil das letzte Mal, als wir das gemacht haben, ist ungefähr ein Jahr her. Das war so eine der ersten Folgen von Tauzi ruft an. Da bist du eingefroren nach 6 Minuten. Das hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Da war es ein Hörspiel. Ja, ich hoffe, das bleibt aktiv, das Video, und dann haben wir ein bisschen mehr Spaß vielleicht. Einmal schlafen noch, dann ist es endlich soweit. Ausverkauf der Ludwigspark, morgen Abend 19 Uhr gegen Dynamo Dresden. Kribbelt schon oder bist du noch im Trainingstunnel? Ja, kribbeln ist immer schwierig zu sagen, ne? Also man hat schon Lust und man weiß auch, was auf einen wartet so ein bisschen, ne? Also ist natürlich irgendwo ein besondereres Spiel als jetzt ein ganz normales so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, ich bin schon voll bereit und ich will, dass es losgeht so, sondern es ist halt trotzdem ein ganz normaler Ablauf. Es ist ein ganz normales Drittligaspiel und ja, also man hat schon extrem viel Lust und es ist ein bisschen was Besonderes, aber es ist jetzt auch nicht komplett Ausnahmezustand und man kribbelt jetzt so sehr im Training oder in der Kabine oder auch zu Hause, dass man nichts anderes machen kann, sondern das ist schon trotzdem auch normaler Ablauf, ne? Also jetzt nichts Außergewöhnliches. Das mit dem Ausnahmezustand, das bezieht sich auf euch, aber garantiert nicht auf das, was morgen außerhalb des Stadions passieren wird und auch im Stadion. Also es wird auf jeden Fall extrem laut und wahrscheinlich gibt es bei jedem Ballkontakt Reaktionen. Ist das dann, wenn man so als Spieler auf dem Platz steht, wirklich pure Motivation oder ist es eventuell auch Druck, der da ausgeübt wird? Also tatsächlich glaube ich eher, dass du jetzt dafür einen falschen Spieler ausgesucht hast, weil ich muss sagen, ich kriege von Stadien echt sehr, sehr wenig immer mit. Also so auf dem Spielfeld so, klar merkt man schon oft dann so Reaktionen und so, also ich jetzt, also nur auf mich bezogen, andere sagen wahrscheinlich deutlich was anderes so, bei mir ist es oft so, dass ich das gar nicht so krass miterlebe, dass das Stadion extrem laut ist oder extrem reagiert auf irgendwas, ich weiß nicht, ob ich es ausblende oder einfach nicht mitbekomme so, also ich bin da, ich kriege da meistens eigentlich eher gesagt, so, boah, hast du mitbekommen, ab der und der Minute war richtig laut und keine Ahnung was und weiß ich nicht was so. Und dann sage ich halt so, ja, kann gut sein. So, also, ne, ich merke schon den Unterschied, dass es ausverkauft ist und dass es dann halt lauter ist, als wenn es leer ist und keine gute Stimmung ist. Das realisiere ich schon. Aber halt nicht so, dass ich sage, so, oh mein Gott, boah, krank. Da war die Hölle los jetzt gerade so. Aber so die allgemeine Atmosphäre kriege ich auch mit, so, ne? So ist es nicht. Da freut man sich trotzdem drauf, ne? Also ich freue mich da jetzt trotzdem drauf und ich weiß auch, dass es ausverkauft ist und dass es dann halt geiler ist und dass die Atmosphäre dann geiler ist. Aber so explizit in manchen Momenten kriege ich das tatsächlich gar nicht mit, ne? Krass.
Damit hast du auch schon die erste Fanfrage beantwortet, weil ich habe ja ein paar Fragen gesammelt und die Mia, die ist 4 Jahre alt, okay, die wollte nämlich wissen, wie viel ihr oder wie viel du vor allem auf dem Platz tatsächlich mitbekommst von der Stimmung im Stadion. Ganz viele Fans haben auch geschrieben und gefragt, was hältst du denn von unseren Fans? Also wie viel nimmst du denn von denen dann wahr außerhalb des Spiels? Ja, also ja gut, außerhalb des Spiels kriege ich natürlich, dann kriegt man halt genug mit. Ne? Es ist halt schon auch da wieder extrem. Es ist ein extremer Traditionsverein. Ich habe mit ein, zwei Vereinen schon so ein bisschen miterlebt, wo du halt einfach merkst, wie sehr Fans verbunden sind mit dem Verein halt. Ne? Und das auch oft dann halt so ist, dass da so ein bisschen, du das Gefühl hast, da hängt halt viel, viel Leben dran. So, das heißt, du merkst es im Stadion, du merkst es außerhalb im generellen Umfeld, dass halt ja total viel verbunden wird mit dem Verein, von den Fans und der Verein das selber natürlich auch verspürt, ne, dass er den Fans auch was zurückgeben will, weil der Verein auch merkt, boah, da hängt voll viel dran bei den Fans, ne, da hängt so ja Leben halt mit drin halt, ne, und das kriegt man als Spieler natürlich auch mit, ne, ist dann natürlich ein Riesenunterschied als in beide Richtungen natürlich auch, ne, in Erfolg und in Misserfolg merkt man das in beide Richtungen halt, ne, dass da halt Leben drin ist. Ne? Da gewinnst du ein Spiel, dann denkst du, du bist der größte Held und wenn du verlierst, bist du halt der größte Affe halt. So, ne? Und ja, das geht dann halt in beide Richtungen, das kriegt man als Spieler definitiv mit und in beide Richtungen ist es dann halt auch doppelt so schön und doppelt so scheiße halt auch eventuell. Halt, ne? Also so bin ich da jetzt gestrickt, aber natürlich ist das halt dann auch, hat das halt enorme Power, enorme Emotionen. Und das kriegst du halt jetzt nicht nur an den Spieltagen mit, sondern das merkst du generell im ganzen Umfeld, ja, am Verein selber halt. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ein Verein generell so einen Bezug zu den Fans hat oder diese Verpflichtung hat, als wenn halt ein Verein locker flockig, ein Dorfverein, ja, da so ein bisschen ihr Ding halt macht und ein bisschen so in Ruhe arbeiten kann halt. Ne? Das ist schon ein Unterschied, das merkt man schon deutlich, ja. Und es geht ja nicht unbedingt immer sehr fair zu. Da sind halt sehr viele Emotionen im Spiel. Du hast gerade gesagt, mal bist du der absolute Held und dann 2 Wochen später bist du dann irgendwie der Depp vom Dorf. Wie gehst du damit um, mit diesen Extremen, auch mit dem Feedback, das es dann von außen gibt? Ja, gute Frage. Eigentlich behaupte ich, dass ich das eigentlich so relativ nüchtern betrachte alles immer. Vor allem halt, sobald ich nach Hause komme eigentlich oder wenn ich zu Hause bin oder weg vom Fußball fahre, dann bin ich eigentlich ein Typ, der wenig mit Fußball so dann zu tun hat, vor allem mit meinem eigenen Fußball. Beschäftige ich mich damit nicht so sehr oder ziehe eine Fluppe dann zu Hause oder so oder bin übertrieben glücklich und stolz auf mich selber so, sondern das ist eher so halt nüchtern und neutral. Aber so in den Momenten natürlich, ne, du merkst in einem Spiel, merkst du natürlich, dass es unruhig wird oder sonstiges, ne, das beschäftigt einen dann nicht, aber natürlich, das macht was mit der ganzen Mannschaft und mit einzelnen Spielern natürlich dann auch, ne, dass du dann halt verspürst, da muss mehr kommen, so, ne, das ja, natürlich, 100%, aber genauso auch da in dem positiven Sinne, wenn dann halt irgendwie ein Anschlusstreffer gemacht wird und du merkst, okay, das Stadion glaubt daran, dass da noch was geht, spürt das halt auch jeder Spieler so. Ne? Also wie gesagt, das ist halt immer so ein Fluch und Segen zugleich manchmal halt, ne? Dass du halt dann, wie du damit umgehen kannst, selber, separat, so halt als private Person, aber halt auch als Sportler selber halt, ne, in den Situationen. Gibt es da halt Situationen, die angenehmer und einfacher sind, aber auch welche, die döver sind halt, ne? Also Fußball ist ja auch ganz viel Psychologie. Also wenn du so ein Derby wie gegen Mannheim Dresden am Ende 2-1 gewinnst, setzt das natürlich irgendwie ganz andere Kräfte frei, als wenn du jetzt so eine Serie hast mit 6 verlorenen Spielen von 8 Spielen. Gibt es da denn auch Unterstützung vom Verein für euch? Es gibt ja viele Vereine, die sagen, wir haben zumindest so ein Angebot, einen Psychologen, mit dem man mal sprechen kann, mit dem man sich mal austauschen kann. Es muss gar nicht unbedingt immer nur um Fußball gehen. Aber das ist ja auch so eine Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, um auch im Kopf da nochmal irgendwie mehr als 90-95% rausholen zu können? Ja, gute Frage. Also ich wüsste jetzt gerade nichts von einem Angebot. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt natürlich auch nicht nachgefragt. So, ich war jetzt nicht in der Position oder ich war jetzt nicht danach. Also wenn ich wahrscheinlich auf den Verein zugehen würde, würden sie mich natürlich da unterstützen halt. Das ist, glaube ich, klar. Vielleicht haben das auch schon welche gemacht, das weiß ich dann jetzt auch gar nicht. Aber auch da, du kannst es ja auch genauso privat, du kannst es auch über deine Berater irgendwie aufstricken. Wenn du da Bedarf hast, ist das ja für alle offen und da gibt es dann auch genug
Möglichkeiten, an sowas ranzukommen. Und ja, sinnvoll kann das in Situationen auf jeden Fall auch sein, ne? Also ja, auch da ist das auf jeden Fall an sich hilfreich und würde Sinn machen, wenn man das, denke ich, nutzt oder das auch das Gefühl hat, vor allem wenn man es braucht, dann sollte man es so oder so auf jeden Fall tun. Ich persönlich habe es jetzt noch nicht benutzt. Ich kenne das nur aus der Jugend, aus Leverkusen. Mhm. Da hatten wir tatsächlich dann halt einen Psychologen, der für alle halt dann verantwortlich war, von B- und A-Jugend oder so. Da weiß ich, dass das halt die Internate beziehungsweise die Nachwuchsleistungszentren halt haben und auch die Profis damals halt in Leverkusen hatten das halt natürlich auch. Aber auch da war es dann trotzdem überschaubar, dass das jetzt viel genutzt wurde. So, man hatte dann situativ, war dann auch so Mannschaftssitzung, halt quasi vor allem auch in der Jugend, war dann halt Mannschaftssitzung mit dem Psychologen, der uns dann halt versucht hat, Sachen zu vermitteln und mitzugeben so. Ja, und wie gesagt, auch da ist das, glaube ich, dann auch eher so ein bisschen dieses Persönliche und Private, was dann über den Verein laufen könnte, so, wenn man glaubt, möchte, oder man hält es auch für sich privat und macht es privat und ja, würde wahrscheinlich auch funktionieren und wäre auch gut in dem Fall. Ich hoffe sehr, dass nach dem nächsten Wochenende keiner unserer Fans einen Psychologen braucht. Du hast jetzt eben schon den Satz gesagt, auch das Spiel gegen Dresden ist natürlich nur ein normales Spiel, bei dem es um 3 Punkte geht, aber es ist ja schon ein besonderes Spiel. Also danach sind es noch 6 Spieltage und in dieser verrückten Liga weiß man ja nie, was noch so passiert. Aber wenn wir jetzt wirklich oben dabei bleiben wollen und nicht irgendwie mit einem 6-Punkte-Abstand dann irgendwie auf Dresden weitermachen wollen, dann wäre ja ein Sieg morgen schon ganz gut. Wie geht denn ihr in der Mannschaft mit dieser Situation um? Ja, voll. Also ist ja für uns, die Ausgangslage ist die gleiche wie für die Fans, ne? Also ja, wir wollen ja genauso oben mitspielen, wie die Fans das wollen. Wir wissen genauso, wie die Punktesituation ist zwischen uns und Dresden. Dementsprechend wollen wir halt alle das Gleiche. Das ist für mich halt immer das, eigentlich das Wichtigste, so, ne? Um das zu verstehen, halt aus Fanseite und auch Sportlerseite. Am Ende des Tages wollen wir genau das Gleiche, ne? Ob wir jetzt sagen, das ist das übertrieben besonderste Spiel oder das ist das normalere Spiel. Wir wollen halt alle Spiele gewinnen halt, ne? Und es sind mal schwierigere Spiele, mal sind es emotionalere Spiele, mal sind es einfache Spiele, manchmal sind es glückliche Spiele, manchmal sind es aber auch Spiele, die halt dann einfach mit Pech verfolgt sind. So, und am Ende des Tages wollen wir aber halt alle das Gleiche, ne? Also ja, wir werden alles dafür geben, dass wir die 3 Punkte holen, ne? Wenn es am Ende des Tages ein Unentschieden oder eine Niederlage ist, dann wollten wir trotzdem 3 Punkte haben halt, ne? Und so denken, werden ja die Fans am Ende des Tages auch denken. Und so sehen wir das oder ich das halt als Sportler auch, ne? Also ich gehe da Freitag ins Spiel und will alles geben und den Sieg holen halt natürlich, ne? Und das ist aber auch genauso, so sind wir auch trotzdem auch in Zwickau aufgelaufen, ob das jetzt jemand glaubt oder nicht, aber wir sind in Zwickau auch auf den Platz gegangen und wollten 3 Punkte holen. So. Ja. Dann gibt es Situationen, wo es dann einfach nicht funktioniert, wo dann nicht alles optimal läuft, aber am Ende des Tages waren alle auf dem Platz und alle drumherum gewollt, 3 Punkte zu holen. So. Und das wird gegen Dresden genauso sein, vielleicht ein bisschen emotionaler oder ein bisschen besonderer, aber am Ende des Tages wollen wir immer 3 Punkte holen und das wollen wir jetzt gegen Dresden auch und ja, und dafür werden wir auch alles machen halt und alles tun. Ich glaube, Gegneranalyse ist immer am Tag vorher, also wahrscheinlich dann heute Nachmittag, aber was weißt du denn schon über Dresden, beziehungsweise was müsst ihr tun, damit tatsächlich die 3 Punkte im Saarland bleiben? Ja, also allgemein haben wir natürlich, ist Dresden schon auch Thema, immer auch schon in der Woche so allgemein. Es ist dann nicht nur dann an dem Tag sprechen wir darüber, sondern ich glaube, wir haben auch gestern Sachen angesprochen schon. Ja, klar ist, dass Dresden eine total spielstarke Mannschaft ist einfach, ne? Sie wollen viel den Ball haben. Sie setzen darauf, dass sie fußballerische Lösungen finden. Und sobald sie den verlieren, den Ball, wollen sie ihn halt wieder haben. Und das in einem hohen Pressing. Das weiß man einfach. Dann muss man halt schauen, wie gehen sie das an? Wie wollen wir das verhindern? Und das wird jetzt nochmal im Detail dann ein bisschen besprochen. Und auch da wird das dann halt auf dem Platz am Freitag emotionaler, als wenn wir das an der Taktiktafel oder jetzt auf dem Trainingsplatz halt trainieren. Und da muss man dann halt schauen, wie das alles dann funktioniert und was die halt vorhaben. Aber so Grundprinzipien und Grundsätze sieht man natürlich vom Gegner. Die versucht man dann halt ja ein bisschen zu unterbinden und dann unsere Prinzipien umzusetzen und zu schauen, wie die das halt hinkriegen. Meiner Meinung nach ist jetzt, das Hinspiel war meiner Meinung nach auch schon ähnlich. Also da war auch schon klar, wie Dresden eigentlich spielen möchte. Da hatten wir es eigentlich ganz gut in der Hand.
Aber jetzt ist, glaube ich, auch eine andere Situation. Jetzt sind sie noch viel, viel selbstbewusster und viel, viel stärker und auch in ihren Prinzipien, glaube ich, auch viel gefestigter geworden. Deshalb wird es jetzt, glaube ich, für uns deutlich schwieriger, deren Stärken ein bisschen zu minimieren und unsere Stärken halt auch zu optimieren. Aber ja, man an sich weiß man immer vieles, aber wie es dann am Ende des Tages halt immer dann wirklich passiert und kommt, weiß man am Ende des Tages dann doch nicht. Bloß nicht von Aslan auf den Fuß treten lassen. Drauf treten lassen können wir ja ruhig, wir müssen nur nicht so reagieren. Ja, genau. Hast du schon eine Ahnung, wo du spielst? Also du hast ja, nachdem du am Anfang der Saison erstmal längere Zeit verletzt warst, hast du dich ja erstmal in der Innenverteidigung festgespielt. Dann kam Manu zurück. Dann hast du auch öfter mal jetzt in den letzten Wochen auf der rechten Seite gespielt. Wie sieht es am Freitag aus? Weißt du das schon? Also zu 100% weiß ich gar nichts, ne? Also gut, die letzten 6 Spiele, glaube ich, habe ich an, weiß nicht, 4 verschiedene Positionen gespielt. Am Ende des Tages weiß ich jetzt wirklich, also wirklich nicht 100%, wo ich lande. Ich kann mir vorstellen, dass ich auf der rechten Schiene wieder anfange. Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht in der Innenverteidigung spielen muss oder vielleicht sitze ich auch auf der Bank. Also am Ende des Tages weiß ich wirklich nicht viel. Aber ich will auf jeden Fall auf dem Platz stehen. Auf welcher Position ist mir eigentlich relativ Wumpe. Möchte meine Leistung bringen und auf jeder Position habe ich so meine Möglichkeiten, meine Leistung zu zeigen und meine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Und das hat auch in den letzten Spielen, glaube ich, ganz gut funktioniert und das möchte ich auch unbedingt gegen Dresden. Gegen Mannheim hast du in der Innenverteidigung gespielt und trotzdem ein Tor gemacht, das insgesamt dritte für den FCS. Und das war für dich ein sehr besonderes, emotionales Tor. Du hast auch später dann bei Instagram was dazu geschrieben, weil du es deinem Papa gewidmet hast, der vor wenigen Wochen überraschend gestorben ist. Das Ja. vermute ich mal, ist für dich und deine Familie jetzt auch gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit, ne? Ja, voll. Also 100%. Ich muss natürlich sagen, ich bin davon jetzt durch Fußball natürlich auch gut abgelenkt halt ein wenig, ne? Ich habe natürlich jetzt keinen täglichen direkten Kontakt mit meiner Mama halt. Für unsere Familie ist es halt nicht leicht gerade so, aber umso schöner sind halt manche Momente dann halt auch im Fußball. Ich habe mit meinem Vater total viel Fußball halt verbunden, haben am Ende des Tages über alles gesprochen im Fußball. Ja, und dann halt ein Tor zu schießen und dann nach Hause zu kommen. Ich hatte auch nicht geplant, dass ich da auch da so einen Post mache. Ich hatte mich ja generell, das war ja schon ein paar Wochen her, dass ich mich, da habe ich mich zurückgehalten, aber da war dann halt am Ende des Tages auch ein emotionaler Moment dann zu Hause, wo man dann halt realisiert hat, so, boah, der hätte sich jetzt tierisch gefreut, so. Ja, und dann war das halt so, dass man dann halt, wie gesagt, dann so, ja, sich total gefreut hat, emotional geworden ist, dann halt zwischen Trauer und Freude halt hin und her gependelt ist, so. Und dementsprechend gibt dann halt am Ende des Tages der Fußball trotzdem halt sehr, sehr viel. Und deswegen war ich auch nach dem Tod, der ist am Donnerstag verstorben, war ich am Samstag auch wieder auf dem Fußballplatz, um sonntags gegen Wiesbaden zu spielen, weil ich beim Fußball meinem Vater halt sehr, sehr nahe bin und ich meiner Familie damit ein bisschen Kraft geben kann, glaube ich, mir selber auch Kraft geben kann. Und ja, dementsprechend ist das natürlich eine scheiß Zeit so aktuell, aber man versucht halt trotzdem, sich irgendwo so ein paar Helme zu finden zum, ja, zum Hochziehen so. Und da ist Fußball definitiv was Großes für mich und für meine Familie auch, weil sie das natürlich auch alles schon mit mir verbindet und mein Papa auch. Und ja, deswegen ist das dann ja eine intensivere Zeit als sonst, ja. Und schaffst du es dann tatsächlich, wenn du auf den Platz gehst, das alles auszublenden? Also ich meine, wenn du schon sagst, du kriegst eigentlich auch die Stimmung im Stadion gar nicht so mit, das zeigt ja schon, dass du dann wirklich offenbar sehr fokussiert und sehr im Tunnel bist. Ja, voll. Also ja, also auf dem Platz denke ich jetzt nicht daran, dass mein Papa tot ist, so, ne? Also ich habe dann trotzdem auch tatsächlich jetzt aktuell halt dann trotzdem Situationen, wo ich dann schon im Spiel an Papa denke, wie er über Situationen denken würde halt. Oder ich weiß, normalerweise würde er mir das nach dem Spiel sagen, so. Das habe ich dann schon jetzt so in den Spielen, denke ich da halt schon dran. Aber das lenkt mich jetzt nicht ab, also vom Fußball halt ab, ne? Das sind halt einfach so Sachen, die man halt mit seinem Vater verbunden hat und genau weiß, wie er halt wäre, nachher halt quasi. Das kommt einem dann halt so bewusster in den Kopf schon. Aber das lenkt jetzt nicht vom Fußball ab, sondern ja, wie gesagt, so man freut sich halt ein bisschen doppelt und dreifach so ein bisschen. Und ja, das Tor, wie gesagt, macht man dann halt irgendwie für ihn. Ich hätte es auch gerne gemacht, wenn er halt noch am Leben gewesen wäre, so, ne? Aber
Das sind halt, wie gesagt, dann so ein bisschen ein paar besondere Momente und lenkt aber jetzt nicht ab, sondern tut eigentlich halt eher gut und ja, ist wie gesagt was Schönes zu versuchen, seiner Familie oder seinem Vater was zurückzugeben. Und so versuche ich das größtenteils halt einfach zu sehen, ne? Und ja. Du hast eben schon gesagt, deine Familie hat dich immer sehr unterstützt bei deinem Weg als Fußballer. Dein Papa war gerade in der Anfangszeit auch dein Manager, so zu Leverkusen-Zeiten und so. Da passt ganz gut eine Frage von der Petra dazu. Die fragte mich, wann hast du eigentlich angefangen, Fußball zu spielen? Naja, auch interessante Geschichte. Hängt natürlich auch mit meinem Vater zusammen. War ein bisschen komisch, darüber jetzt zu reden, muss ich sagen. Weil ich jetzt noch nie nach dem Tod darüber gesprochen habe oder nachgedacht habe. Aber ich habe halt mit 3 irgendwann halt meinen Vater vollgelabert oder angefangen halt meinen Vater voll zu labern, dass ich unbedingt in einem Verein möchte und einfach Fußball spielen möchte so. Und mein Vater hat mich natürlich, also hat mich nicht dazu gezogen oder sonstiges, sondern er hat einfach gesagt so, ey Lukas, du bist noch zu jung, du brauchst jetzt nicht angemeldet werden, so das bringt nichts, ne? Und ich habe dann halt aber jeden Abend dann halt immer ihn weiter vollgelabert, weil meine etwas größeren Cousins hatten sich halt schon angemeldet halt so und dann war es halt so, ja, ich möchte auch halt, ne? Und ja, und dann hat er irgendwann halt gesagt so zu meiner Mama, ja, ey, der nervt mich, ich melde ihn da jetzt einfach an und dann wird er halt merken irgendwie, dass er noch zu klein ist und dass das noch nicht so viel Spaß macht, aber so war es dann halt. Natürlich habe ich dann meine Sandburgen gebaut und so, aber ich habe dann trotzdem total Spaß gehabt, auf der Asche dann halt Fußball zu kicken und so habe ich dann tatsächlich komplett Fußball angefangen halt. Ich habe natürlich schon vorher mal gegen den Ball getreten so, aber vereintechnisch habe ich dann halt irgendwie mit Ende 3 habe ich dann mich irgendwo war ich dann bei Kupferdreh mich angemeldet, dann beim Bini und habe dann da natürlich mit Älteren dann so irgendwie ein bisschen gekickt. Ja, und dann von Jahr zu Jahr wurde es dann halt immer mehr halt, ne? Den genauen Ablauf dann, also wie was da jetzt in den ersten Jahr dann so anstand an Training oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber so war der grobe Ablauf, ja. Schon ziemlich früh und dann ging es in der Jugend immer weiter bis in die Jugend von Bayer Leverkusen und dort hast du unter anderem mit Ja. Kai Havertz zusammengespielt. Und der Tobi fragt, hast du denn Ja. zu Kai Havertz noch engeren Kontakt oder bezieht sich das eher so ein bisschen auf hier und da mal einen Instagram-Kommentar? Nee, tatsächlich hatten wir eigentlich immer, also natürlich hat das, also wir hatten immer stetigen Kontakt eigentlich, muss man schon sagen. Wir hatten, bevor er natürlich nach England gegangen ist, noch engeren Kontakt, weil wir uns dann halt wirklich sehen konnten auch. Jetzt so in den letzten Jahren, wo er jetzt das dritte Jahr in England ist, haben wir uns halt leider nicht mehr gesehen können, also privat, persönlich, aber hatten trotzdem halt Kontakt halt über Nachrichten, über Telefonate. Und tatsächlich dann jetzt auch durch den Tod von meinem Papa ist es halt auch ein bisschen enger nochmal wieder geworden. Aber man hatte schon durchgehend Kontakt und hat auch vieles, was man miteinander verbindet, so ein bisschen. Und ja, dementsprechend hat man dann schon vernünftigen, guten, engen Kontakt eigentlich, ja. Ich weiß noch, als wir vor einem Jahr miteinander gesprochen haben, warst du tiefenentspannt, weil du gesagt hast, es ist zum ersten Mal seit längerer Zeit ein Sommer, auf den du dich freust, weil du nämlich für die kommende Saison noch einen Vertrag hast und du nicht zittern musst, wo geht's hin und wie geht's weiter. Jetzt ist die Situation wieder ein bisschen anders. Dein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Heißt, jetzt geht wieder das Zittern los oder gab es schon Anfragen oder Gespräche vom Verein, also von unserem? Ja, also zittern muss man jetzt ein bisschen relativieren, ne? Also man muss halt schon sagen, das ist schon dann auch zeitnah dann auch Thema so in den Köpfen, vor allem halt natürlich dann jetzt auch Familie. Bei mir ist es meine Freundin, die mit mir hier drin wohnt in der Wohnung und allgemein mit mir lebt. Dann wird das schon halt schon irgendwann Thema, ne? Um zu sagen, ey, wo wohnen wir oder wo leben wir eigentlich nach dem Sommer? Tatsächlich ist jetzt noch nichts krass Konkretes passiert. Also ich habe weder meinen Vertrag hier verlängert noch irgendwas anderes in Aussicht. So, das heißt, ich bin schon noch im luftleeren Raum so ein bisschen. Und da hätte man gerne auch was anderes, dass man schon irgendwas weiß, irgendwas, was passiert. Aber in dem Fall ist es halt leider noch nicht so. Aber es ist jetzt auch noch nicht an dem Punkt angekommen, dass man halt wirklich zittert und sich schon wieder Gedanken macht und denkt sich, oh weia, was passiert jetzt? Sondern aktuell sind wir eigentlich noch relativ entspannt und sind der Meinung, dass wir gute Leistung oder dass ich gute Leistung gebracht habe und was Gutes kommen wird. Natürlich hoffe ich genauso, dass auch hier ein Verlängerungsangebot kommt für mich. Genauso hoffe ich aber auch, wenn das halt nicht kommt, dass halt andere Vereine Bock auf mich haben. Und
ja, dementsprechend wartet man halt dann da jetzt. Ne? Es ist jetzt Mitte April so ein bisschen. Wie gesagt, man macht sich da jetzt auch, man versucht sich nicht so einen übertriebenen Stress zu machen, aber gut, ich wäre jetzt schon tiefenentspannter, wenn ich wüsste, ey, ich weiß, wo ich nächsten Sommer halt hin bin. Ich kann mir da schon mal gucken, wo ich wohne, wo ich eine Wohnung brauche oder sonstiges. Das ist natürlich Thema, ne? Das sind wir aber trotzdem, wir Sportler gewohnt. Andere drumherum, ja, verstehen das vielleicht nicht ganz so, dass das halt schon sehr unangenehm ist, halt für das Privatleben halt, ne? Weil Auf jeden Fall. im normal lebende Person, keine Ahnung, die wechselt nicht allzu oft den Verein beziehungsweise die Arbeit und muss deswegen dann vielleicht sogar umziehen und Umzüge machen. Also ich habe schon, keine Ahnung, wie viele Umzüge gemacht, so. Das ist dann halt schon immer was, ja, was halt nervig ist. Das hat auch schöne Seiten, natürlich, man sieht auch mehr und allem Möglichen so. Aber so fürs Privatleben an sich ist das schon immer, ja, anstrengend, halt nicht immer zu wissen, wo es halt hingeht halt, ne? Und das ist dann halt schon jetzt bald wieder so eine Phase, wo es interessant wird, ja. Ja, ich habe auch den Eindruck, es laufen eine Menge Verträge aus, dass das gerade bei euch in der Kabine großes Thema ist, weil jeder natürlich irgendwie gerne wissen will, wie geht es denn weiter. Täuscht dieser Eindruck oder ist es wirklich so, dass das vielleicht sogar eher so ein negativer Einfluss ist, dass viele jetzt gerade so gar nicht wissen, wie es denn weitergeht? Ja, also man muss dazu sagen, es ist jetzt kein richtig direktes Thema in der Kabine, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass dann jetzt die vertragslosen Spieler da sitzen, also was heißt vertragslosen, aber die, ne, auslaufenden Verträge da sitzen und sagen, hey, was machen wir jetzt hier und das ist doch alles scheiße und so, sondern jeder weiß es für sich selber und hat es, glaube ich, eher so in seinem Privatleben halt im Hinterkopf, aber in der Kabine oder auf dem Platz ist es halt eigentlich kein Thema, ne? Also da weiß jeder am Ende des Tages, okay, wäre schon geil, wenn ich jetzt bald mal irgendwelche Vertragsangebote bekomme und wenn ich gut spielen würde und ja, wenn das halt alles so ein bisschen toller läuft. Aber es wird nicht krass darüber kommuniziert, weil für jeden ist es klar, alle kennen das auch irgendwoher, dass es so halt abläuft. Aber natürlich, wenn da jetzt fünf jetzt hier verlängert hätten und wüssten, ey, ich bleib hier, ich habe Bock hier auf die Aufgabe, würden die wahrscheinlich schon, also im Privatleben halt schon wieder viel, viel entspannter leben und hätten halt wieder ein bisschen mehr vielleicht Verbundenheit zum Verein halt, ne? Und das sind halt dann so Faktoren, über die man halt dann philosophieren kann, wie es am Ende des Tages aber laufen würde und was besser wäre und wie und was, das steht in den Sternen. Ja, weiß man nie. Aber ja, weiß man nie. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, eher so in so privaten Köpfen drin. Man versucht es dann aber halt, wie gesagt, in der Kabine und auf dem Platz ist das dann halt nicht bewusst Thema, aber vielleicht trotz alledem irgendwo ein bisschen im Kopf drin. Ja, das würde ich schon sagen, ja. Zwei, drei Fanfragen würde ich gerne noch loswerden, auch wenn wir jetzt schon relativ weit sind in der Zeit. Der Ralf will wissen, fühlst du dich denn wohl in Saarbrücken? Ja, definitiv. Also Helen und ich und mein Hund Nala, wir fühlen uns tatsächlich echt wohl hier. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie es halt wird. Wir waren jetzt schon natürlich schon ein bisschen unterwegs und sind dann auch relativ gut so zum Einleben. Und tatsächlich hat es jetzt echt gut geklappt. Also wir wissen, was wir an Saarbrücken haben. Wir kommen natürlich jetzt aus NRW, wo es halt viele Großstädte gibt und Alternativen gibt. So, du hast halt hier jetzt Saarbrücken. Und nicht mehr so. Und dennoch hast du aber halt in Saarbrücken, in der Stadt, alles das, was du brauchst. Du hast halt einfach eine vernünftige Großstadt, die alles mit sich bringt. Du hast schöne Ecken, du weißt, wo du hin musst. Man fühlt sich halt ja, man sagt immer so nach einem halben Jahr, fühlt man sich, also kennt man dann die Abläufe in der Stadt und fühlt sich langsam, aber sicher so zu Hause. Und da man dann weiß, ja, ich fahre da zum Supermarkt, ich fahre dahin zum Essen, ich habe da eine schöne Ecke zum Spazierengehen und dann, ne, dann wird das alles so ein bisschen dein Zuhause so. Und das ist hier definitiv der Fall gewesen und halt auch dann, wie gesagt, auch dieses Wohlfühl zu Hause dann trotzdem auch geworden. Sehr gut. Dementsprechend fühlen wir uns schon wohl hier, ja. Essen ist offenbar ein großes Thema und zwar nicht deine Heimatstadt, sondern tatsächlich das Essen am Tisch. Denn ich habe gleich zweimal die Frage bekommen, sowohl von Petra als auch von Heike, was dein Lieblingsgericht ist. Mein Lieblingsgericht, ja, es gibt so eine Pasta alla Norma, die mache ich selber, aber es ist so Stimmt, das eine hast du das Pasta letzte mit Mal schon erzählt. Tomatensoße. Ja, kann sogar sein, ja, dass ich das erzählt habe. Das ist nach wie vor mein Lieblingsgericht. Also klar, ich esse auch total gerne eine Pizza und einen Döner, muss ich auch sagen, aber so als richtiges Gericht,
Ist das so das besondere Gericht, was ich mir oft selber oder was ich selber für uns koche? Ja, ist halt mit so frittierter Aubergine und ist ein leckeres italienisches Pasta-Gericht, ja. Klingt vor allem gesund mit Aubergine. Ja, gut, die ist auch gut frittiert in einem Öl, also ist jetzt auch, also ist überschaubar gesund. Also deshalb ist das jetzt auch nicht jeden Tag auf dem Teller. Aber immer mal wieder, wenn wir sagen, auch ja, so ein bisschen besondere Pasta hätten wir jetzt Lust drauf, dann kommt eigentlich das Gericht und das ist dann schon sehr lecker und auch ein bisschen besonders, ja. Die Seite Saarfotos würde gerne wissen oder hat eine Aufgabe für dich. Wie würdest du dich mit drei Worten beschreiben? Gute also gut, Undankbare ja, geht. Also ich finde sie gut. Ich muss da nur kurz überlegen. Also ich würde sagen, rational, ne? freundlich und ehrlich. Das klingt gut. Klingt nach einem guten Typen. Das kann jeder selber beantworten. Was viele nicht wissen, ist, dass du am gleichen Tag wie unser Verein Geburtstag hast, nämlich nächste Woche am 18. April hast auch du Echt? Geburtstag Okay. und der erste FC Das habe Saarbrücken. ich letztes. Okay, ja. Wenn du einen Wunsch Krass, habe ich frei letztes Jahr gar hättest. nicht, habe ich gar nicht mit, habe ich letztes Jahr gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Tatsächlich. Ja, tatsächlich, der 18. April ist nicht nur in deinem Leben ein besonderes Datum. Oh, krass. Heftig, habe ich nicht mitbekommen. Letztes Jahr war es auch nicht so schön, aber ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie würde der aussehen? Für uns beide jetzt quasi, für Saarbrücken und für mich, Na, oder? du hättest einen persönlichen Wunsch für dich frei zu deinem Geburtstag nächste Woche. Muss auch nichts Materielles sein, ne? Also kann eine Fee vorbeikommen, der du den Wunsch mitgibst. Ja, gut, also gut, aktuell ist natürlich großes Thema Gesundheit in meiner Familie und das wünsche ich meiner ganzen Familie, aber das wünsche ich halt auch einfach allen halt, ne? Also das wäre natürlich ein Wunsch, aber das wünscht man aktuell oder generell ja auch vielen. Sonst so mit Saarbrücken, würde Saarbrücken und mir einen Aufstieg wünschen und dann mir noch eine Vertragsverlängerung. Der Verein braucht keine Vertragsverlängerung, sondern mir dann eine Vertragsverlängerung und bei Aufstieg dann und ja, das würde ich mir als Wunsch wünschen und Gesundheit wünsche ich ja trotz alledem allen halt auch. Das wünsche ich dir auch und dann wünschen wir uns alle morgen erstmal drei Punkte im Ludwigspark. Vielen, vielen Dank. Danke sehr, danke sehr. Vielen, vielen Dank. So, viel mehr gibt es nicht zu sagen, außer wie fandet ihr die Folge? Sagt es mir gerne in den Kommentaren hier unten. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Und wenn ihr informiert werden wollt, wenn es eine neue Folge gibt, dann einfach auf Abonnieren klicken, dann bekommt ihr eine automatische Benachrichtigung. Wir sehen uns im Stadion. Ich freue mich.